Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge haben wir das Shy Guy Quiz gemacht, das ich leider zweimal machen musste. Und heute gehen wir in Bowsers Festung und ich glaube, wir sind fast durch mit diesem Spiel. Gehen wir mal gucken. Auf jeden Fall wartet hier jetzt noch so ein Blitzdonner-Klumpi-Dumpi, wofür wir Baby Bowser brauchen. Und der soll da weg, Kleinigkeit, los, alle einsteigen. Ja, jetzt fliegen wir mit Baby Bowser zusammen, denn Böse und Gut vereinen sich. Um das böse Origami-Königreich zu stürzen. Tja, da wären wir. Mario, du legst dich mit ihm an, ja? Und ich werde dir von hier aus Mut zurufen. Viel Glück. Oh, diese Musik. What the fuck? Okay, das passt ja gar nicht zu Paper Mario. Oh, das ist kein normaler Fallschirm, Mario. Schau nur, wie um ihn herum die Blitze knistern und wie die Musik am Abgehen ist. Viel zu heftig. Richtig wild. Seine Gang steht einfach hinter ihm. Ah, Felder fassen, Männer. Nicht die Felder fassen. Nein, bitte, esst nicht die Felder. Seid ihr jetzt total bescheuert oder was? Okay, ich glaube, so sollte ich ihn angreifen können, oder? Ich laufe einmal rum, dann laufe ich da hoch, dann laufe ich noch einmal rum und kann ihn angreifen. Ja, das sieht gut aus. Mega der lange Weg, um überhaupt da zu sein. Und hol die fehlenden Felder zurück. Ja, ach was. So dumm bin ich jetzt auch nicht. So, gib mir dieses Einteil wieder. Hier, spüre meinen Kammerhaller. Kalahammer. Ist jetzt tot? Hä? Wie viele Leben hat er denn? Als ob. Und wieso hilft Kamek eigentlich nicht mit? Was ist denn mit der jetzt los? Hat gar keinen Bock. Oh, der Große greift auch noch an. Hat gar keinen Bock auf mich, oder wie? Ich finde die Idee trotzdem gut. Erstmal dieses Einteil da wieder zu holen, damit wir dann das Pergamento befreien können und dann mit dem Pergamento halt den Gnadenstoß geben können. Deswegen, ich greife jetzt die ganze Zeit den Typen hier an. Wir haben sogar zwei Optionen. Der sollte jetzt tot sein. Mit drei Angriffen von so einem Colorhammer. Hallo? Ah, guck. Zwei lang sogar schon. Und, ja, gut. Beim zweiten Angriff konnte ich nichts machen. Aber ist gar nicht mal so schlimm. Jetzt brauchen wir nur noch das Pergamento. Und dann haben wir es halt. Ich weiß halt nicht, wie viele Gegner... Das ist ja wirklich ein Boss. Guck mal, oben rechts, der hat eine Bosszeile. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir hier noch einen Boss haben. Ich wollte endlich mal in das Schloss rein. Wenn wir jetzt alle Felder brauchen, dann wäre das natürlich ein bisschen doof. Wenn wir alle befreien müssen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Aber da haben wir schon mal das Pergamento. Das ist jetzt gerade meine Siegbedingung, I guess. Ja, mach deine Blitze. Tun doch sowieso nicht weh. Ich bin... Blitz geproofed. Und dann Feuerpergamentor. Olivia, do your thing. Oha, ich darf wieder angreifen. Foi, foi, 200 Damage. Yeah, yeah, yeah. Ja, dann brauchte ich doch Erdpergamentor oder was? Damit ich ihn da überhaupt runterholen kann. Ja, geil. Aber wir haben jetzt zumindest mit dem Feuerpergamentor alle Felder wieder geholt. Das ist doch auch schon mal was. Oh, so viele Sachen auf dem Spielfeld. Geil, geil, geil. Okay. Und er kommt von sich aus runter. Okay, der hat natürlich jetzt die Pergamentos wieder mitgenommen. So ein... Solche Blödsäcke, jetzt ohne Witz. Packt hoch und rüben runter. Ah, das sind Sumo-Ringer, jetzt sehe ich das erst. Ja, lol. Spüre das Feuer, das in mir lodert. 200 Damage für dich. Es hat einfach gelangt. Hä? Er ist einfach Hitze gestorben. 2000 Münzen. Boom. Nice. Und ein... Bowser Junior Retto. Er ist ja sogar nett. Danke, Bowser Junior. Wie geil, dann können wir jetzt in die Festung. Ja, mein Papa retten. Das ist das Wichtigste. Moment noch, mir ist ein famoser Einfall gekommen. Sekunde nur. Hergehört, hergehört. An alle Schergen im Dienste seiner Unerträglichkeit des großen Bowsers. Der widerborstige Pfeilposten vor dem Festungstor wurde in die Flucht geschlagen. Lasst Rechen und Kehrblech liegen. Die Zeit für Taten ist gekommen. Begebt euch alle zur Festung und schließt euch Mario an. Gemeinsam werden wir den König befreien und seines Schergenheeres schlechten Ruf wiederherstellen. Es lebe Bowser, seine Ruchlosigkeit. Voll Kriegstreiberei hier. So, das hat Spaß gemacht. Nein, ihr seht ja wohl Origami, Leute. Das ist nicht gut. Das wird hier die rote Hochzeit werden. Ich werde sie alle umbringen. Oh, ihr Lunken, Scheusale, ich traue meinen Augen nicht. Wie sie da sitzen und föllern, schlagen sich die Wänste voll auf den königsguten Porzellan. Wänste und Porzellan sind mir egal, ich rette jetzt meinen Papa. Papi! Hä? Wer sind ihr denn alle? Oh nee, bitte nicht. Waren das vorher auch schon so viele? Angriff! Auf sie mit Gebrüll! Oh, jetzt... Alter, jetzt wird das hier wirklich voll der Krieg! Die Papierleute... Einfach gegen die Origami-Leute. Ach du Scheiße. Jetzt oder nie, sputen wir uns! The fuck? Das wird ja richtig brutal hier alles. Guck mal, Koopa gegen Koopa. Oh, das hat so
Oh, gerade diese Koopas hier vorne, das hat so ein Pokémon-Vibe, wie aus dem ersten Film, wenn ihr das kennt. Wo Pikachu gegen Pikachu kämpft und der eine wollte gar nicht kämpfen, aber der andere Pikachu schlägt das richtige Pikachu die ganze Zeit. Richtig, richtig traurig sowas. Und genauso ist das hier auch gerade. Voll sad. Oh nein. Bitte hört doch auf zu kämpfen, wir können doch über alles reden. Jeder hat eine Daseinsberechtigung, egal ob geklonter Origami-Scherge oder 2D-Papierscherge. Hey, guck mal, ich bin jetzt in so einem Kampf drin und da sind auch normale Leute drin. Warte, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss aber schon nur gegen die Origami-Leute kämpfen, oder? Ziemlich safe. Hä, die Origami-Leute sind ja voll in Unterzahl. Das ist so cool, wenn die 2D-Leute uns jetzt noch helfen. Okay, müssen sie gar nicht, weil die sowieso wanted sind. Aber die hätten locker geholfen, die 2D-Leute. Mega! Könnte ich dir jetzt einfach allen helfen? Na, ich sag's nicht gern, aber danke. So, jetzt helft den anderen. Oh, wir kriegen 1000 Münzen dafür. Damn, dann muss ich denen ja eigentlich helfen. Fuck, okay. Auf sie wird gebrüllt. 6,5 Stunden später. Alright, alles geklärt. Also rein geldtechnisch hat sich das schon gelohnt. Und die chillen jetzt einfach alle. Und vielleicht helfen sie ihnen später ja auch, weil wir ihnen ja jetzt auch geholfen haben. Das wäre schon ganz toll. So, Baby Bowser hat nicht geholfen und hat nicht mal die blöde Tür hier aufbekommen, oder was? Richtig der Doofkopf. Oh, es will einfach nicht aufgehen, das blöde Ding. Kamek, du hast doch bestimmt einen Schlüssel dafür, oder? Los, her damit. Nee, aber weißt du, wer einen Schlüssel hat? Luigi hat immer Schlüssel. Wir müssen Luigi finden. Er gammelt doch bestimmt auch hier im Schloss rum. Luigi, Luigi, wo bist du? Rosa ist aber schon ein bisschen sehr selbstverliebt, oder? In diesem einen Raum hat er einfach 4 Statuen von sich. Und eben bei den Kämpfen waren auch im Hintergrund immer so Bilder von ihm. Richtig merkwürdig. Und Kamek hilft uns jetzt übrigens mit ihren komischen Stäbchen. Kamekasem. Richtig die coole. Los, folgt mir. Hier hinten muss der Schlüssel sein. Hinter der Säule verschwunden. Hä? Hier war sie eben noch, jetzt ist sie plötzlich weg. Das ist gruselig und die Musik hat jetzt auch aufgehört. Oh boy. Da guck, dieses Bild von Bowser, das hatte man auch im Kampf gesehen und das auch. Überall Bowser. Okay, hat aber zumindest auch Goombas hier ausgestellt. Das zeugt zumindest ein bisschen von Liebe auch für die Goombas. Oder es war so, dass die Goombas die ganzen Statuen für Bowser herstellen mussten und weil sie das so doof fanden, haben sie dann auch Statuen für sich selber hergestellt. Das kann natürlich auch sein. So, was haben wir hier? Uninteressant. Was haben wir hier bei den Koopas? Der Kettenhund. Nice. Und die Kamek-Tür fehlt einfach. Guck mal, hier ist König Olli. Okay, ich komm gleich nochmal wieder. Ich guck mir erstmal die Tür der Hammerbude an. Hä, richtig schön, dass die ganzen Untertanen... Oh, guck mal, man kann hier sogar durchgucken. Aber richtig schön, dass die ganzen Untertanen ihre eigenen Skulpturen haben. Und in der letzten Tür von den Spikes, wo die Skulptur relativ witzig aussieht, haben wir ganz viele Spikes. Das ist schön eingerichtet. Das ist wirklich gut eingerichtet. Und hier, oh, hi, Nano Spike. Du bist aber ein Origami Spike. Also sorry, aber auf dich habe ich halt gar keinen Turn. Zumindest 1000 Münzen. Gut, gut. So, und was haben wir denn hier bei König Olli und Kamek drin? Natürlich ist da Luigi drin. Es war so klar, dass Luigi wieder der Schlüsselmaster ist. Der Schlüsselmaster auf Disaster. Und das ist gar nicht König Olli, sondern eigentlich das Zimmer von Bowser. Oh nein. Luigi, was machst du da drin? Und wie bist du überhaupt da wieder reingekommen? Hurra! Das ist großartig. Da möchte ich gleich Pizza machen. Oder Pasta oder beides. Nanu, Mario, wo kommst du denn gerade? Richtig, ich habe einen Glitzerpilz entdeckt. Ach, und weißt du, was ich noch gefunden habe? Den Pilzpalastschlüssel. Siehst du? Ja, da ist zwar Bowser drauf und kein Pilz, aber ja, hast du gut gemacht, Luigi. Du Schlüsselmaster auf Disaster. Ja, ich weiß schon, komisch, dass es in Bowsers Festung war, aber oder hofft, kommt oft, oder? Oder was? Wieder der falsche? Ah, so ein Junge. Das tut mir leid, Bruder Herz. Aber fast lag ich richtig. Nur haarscharf im Schloss geirrt. Der Rest stimmte. Ha, nur ein kleiner Rückschlag. Ich finde schon den richtigen Schlüssel. Das wäre noch gelacht. Bye, bye, Mario. What the... Olivia? Das habt ihr auch gesehen, ne? Da war so eine schwarze Hand, die einfach Olivia mitgenommen hat. Und die hat garantiert auch Kamek mitgenommen. Gruselig. Hallo, liebe schwarze Hand? Nimm mich auch mal mit. Oh mein Gott, das sind Endermänner. Oh mein Gott, das sind Endermänner. Das ist ja voll gruselig. Wieso gibt's hier Endermänner? Voll, die sind auch nur aus Papier. Das sind gar keine Origami-Leute. Was habt ihr vor? Hä? Hä? Was ist euer Begehrde? Na, dann zeigt mir, was ihr drauf habt. Überlebt ihr wenigstens einen Sprung von mir? Ich bezweifle es. Doch, tun sie. Wow.
Überleben einfach einen Sprung vom sagenhaften Eisenstiefel? Das ist nicht schlecht. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Aber überlebt ihr auch zwei? Nö. Das ist sehr gut. Und ich glaube, die wären noch mit einmal tot, wenn ich sie richtig angeordnet hätte. So, was habt ihr so drauf? Okay, das sieht ein bisschen pervers aus, aber von mir aus... Der vierfache Kick. Toll. Der einfach gar kein Damage macht. Na, dann sagenhafte Eisen stiefel ich euch mal weg, ne? Jetzt sollten die One-Hit sein mit 1,5-facher... Ja, ja. Mit 1,5-facher Kampfkraft ist das ja easy. Dass so spät im Spiel noch neue Gegner kommen. Hä? Die sind hier einfach überall. Ja, nein, nö. Ich hab irgendwie keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Kann man euch irgendwie überspringen? Schon, oder? Werden ja mal mehr. Ui, eine neue Attacke haben die auch drauf. Das ist wie diese eine Attraktion im Hansapark, wo man an die Wand so festgedrückt wird. Lol, ein Mini-Typ. Ich will aber auch gegen euch nicht kämpfen. Nein, lass mich alle in Ruhe. Aber apropos Attraktion, Leute. Habt ihr diesen Freizeitpark gesehen von Super Mario? Toll, jetzt ist der Bowser auch noch weg. Weil der ist wirklich richtig cool. In Japan, in den Universal Studios. Guckt euch da mal an, wie der Miyamoto das vorgestellt hat. Oh Mann, jetzt kommen hier so viele Kleine. Lohnt sich, das anzugucken. Da denkst du halt wirklich, du bist in so einer Mario-Welt drin, weil das alles so plastisch aussieht und so, aber es ist einfach so ein fucking Park. So, was haben wir hier? Kinder, die sich an den Händen halten. Igidigit. Wer mag denn sowas? Oh, die halten sich so doll fest, dass man sie nicht bewegen kann. Unbelievable. Ah, ich kann die aufdröseln. LOL. Okay, das ist cool. Warte. Dann natürlich in die andere Richtung. Ich bin ja nicht blöd. So, aufdröseln. Und aufdröseln. Mega cool. Okay, das ist eine nette Idee. Eine richtig nette Idee. So, wie viel haltet ihr aus? Haltet ihr sagenhafte Eisenstiefel aus? Dann werdet ihr krass. Zack, zack, zack. Nein, halten sie nicht. Yay. Money, money, money. So viel Money für mich. Sorry, ihr kleinen Kinder, aber ja. Ihr wisst ja, was ich von euch halte. So, und eben wurde hier noch Baby Bowser durchgezogen. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber wir schauen mal, was dahinter ist. Er ist einfach durchgekommen ohne den Schlüssel. Krasser Typ. Müssten wir ja eigentlich auch durchkommen, so nur als Papier. Nein, hier sind die ganzen Schergen. Stimmt, die fehlten alle eben. Geht's euch gut? Oh, die sind alle zerschnibbelt. Hier kommt die Schere. Die Schere wird kommen. Nein, und sogar... Oh, no, wait. Was war das? Ich habe ein bisschen Angst. Alle sind zerschnibbelt. Sogar. Kamek! Der Typ kommt immer näher. Nee, lass mich bitte gehen. Oh, Olivia, da bist du ja. Mario, Hilfe, Mario, ich wurde entführt, bitte. Hilfe, ich ersticke. Diese komische, grifflige Hand, die ist voll unheimlich. So viele Bosse hier. Guck mal, die ganzen Dinger sind schon aktiviert. Ja, ich würde aber mal sagen, wir nehmen Feuer, weil Feu-Feu ist immer das Allerbeste. Wir nehmen Feu-Feu mit doppeltem Damage, so nehme ich. Doppelter Damage, Feu-Feu. Ah, ich habe Olivia ja gar nicht. Dann war das wohl nicht so klug, hä? Ach man, ja, ich denk nicht so weit. Von wegen, oh, ich habe ja Olivia gar nicht, da kann ich ja gar nicht die Perkamentoniker einsetzen. Das ist gemein. An alle, die The Legend of Zelda Ocarina of Time gespielt haben, dieser Gegner erinnert euch doch locker an irgendwas, oder? Da gab es doch auch solche Gegner. Hello there. Na ja, dann müssen wir ihn wohl normal angreifen. Wie wär's denn hier mit so einem Angriff und dann trotzdem doppelter Damage, weil doppelter Damage ist witzig und toll. Mal gucken, was wir gegen ihn machen können. Hä, knubbel das Ding einfach weg, was ist denn bei dir kaputt? Tja, ich habe trotzdem doppelten Damage. Kann ihn zwar nicht nutzen, aber ich hab ihn. Das ist ja super gemein. Kannst du das bitte lassen so? Ja, habe ich mir schon gedacht. Angriffsfelder direkt am Gegner werden fortgeschnippt. Fernangriffe sind aber erlaubt. Okay. Heißt, ich darf sowohl auf ihn rauf gehen. Guck mal, der Hammer trifft auch. Oh, das ist nicht schlecht. Wenn so ein Hammer trifft, dann nutze ich den auf jeden Fall. Krass, 17 Damage gemacht. Ah, der Würgegriff lockert sich. Ich sehe ja nicht, was du da machst, aber hör nicht damit auf. Und bis dahin verkloppen wir ihn mit sagenhaften Hammern mit doppeltem Damage. Macht auf jeden Fall auch guten Damage. Hat er schon gelangt? Ja! Du bist frei, Olivia. So, jetzt musst du mit mir kämpfen. Keine Zeit zum Ausruhen. Oh, was hat er jetzt gemacht? Was hat er jetzt gemacht? Er hat diese Bulle zu Schere, Stein, Papier, beziehungsweise, wie Olivia sagen würde, zu Faust, zwei Finger, Flachhand umgeändert. Ja, ist wahrscheinlich Luck, was man hier macht, ne? Er wird irgendwas sagen und wir werden irgendwas sagen. Ich werde einfach mal den guten alten Stein nehmen, I guess. Schnick, Schnack, Schnock! Stein gegen Stein. Nein, du kannst doch nicht Stein machen. Ja, und jetzt habe ich quasi verloren, oder wie?
Das ist ja unfair. Woher soll ich denn wissen, was er macht? Die Monsterhand ist einfach größer geworden. Ja, ganz toll. Da, er zeigt eine Schere. Das heißt, er wird als nächstes Schere machen. Aber beim ersten Mal konnte man wahrscheinlich nur Putt machen. Das ist ja gemein. Schnick, Schnack, Schnock! Hä, er hat mich reingelegt! Er hat mich reingelegt! Hä? Das ist doch voll unfair! Aua, voll ins Gesicht? Mach nicht ins Gesicht. Oh, man hätte blocken können, indem man den Controller nach oben neigt. Das muss ich aber ausprobieren. Jetzt zeigt er Stein, aber er lügt mich ja die ganze Zeit an, der Blödkopf. Wenn er jetzt Stein zeigt... Ich nehme jetzt mal genau das, was er zeigt. Mal gucken, was passiert. Schnick, Schnack, Schnuck! Nee, schon wieder... Hä? Richtig der Blödkopf. So, ich muss blocken, indem ich den Controller nach oben neige. Los, greif an! Ja, mit 12 Damage. Nice. Ein bisschen wie bei Arms. Ein ganz kleines bisschen. So, jetzt zeig Schere. Von dem her, Stein, Stein, Stein. Schnick, Schnack, Schnuck, Stein. Jetzt musste ich doch endlich mal gewinnen. Danke. Sieg. Was darf ich jetzt machen? Auf ihn raufschlagen. Das kann ich am besten. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, okay. Also das Erste, was er anzeigt, wird er anscheinend auch machen. Langt aber wahrscheinlich nicht. Der hat, ja, der hat doch ganz wenig Leben. So ein Dreck. Schnick, Schnack, Schnuck! Nee, diesmal, das ist wirklich einfach nur Zufall, was man hier macht. Einfach nur Zufall. Komischer Kampf. Der gute alte Stein! Mist. Schnick, Schnack, Schnuck! Na also, geht doch. Der gute alte Stein, ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's euch einfach gesagt. Mit dem Stein kann man gar nicht verlieren. Winner, winner, chicken dinner! Tschüss, du komische Hand. Danke, dass du mir Olivia wiedergebracht hast. Mario, das war einfach furchtbar. Huch, hä? Unsichtbare Kräfte? Ach, nein, Olivia ist das. Ich hatte erst solche Angst. Zum Glück bist du sofort herbeigeeilt, um mich zu retten, wie schon ganz so oft zuvor. Ganz schnell habe ich mich verhalten, während du und meinen Hammer zur Tat geschritten bist. Oh, entschuldige. Jetzt habe ich dich vor lauter Freude ganz voll geweint und platt gedrückt. Ich hoffe nur, deine Latzhose wird rasch wieder trocken. Aber irgendwie geht's mir jetzt besser. Komisch, vielleicht muss ich mich nur mal kräftig ausheulen. Lass uns die grüne Luftschlange suchen. Nicht mehr lange, dann sind wir bereit für meinen Bruder. Tun wir es für diese Schnipsel, die einmal Bowser Schergen waren. Machen wir sie stolz. Oh, schön gesagt. Gut, ja, hier hinter wird dann die Schere warten. Die machen wir in der nächsten Folge. Und dann ist eigentlich nur noch König Olli da. Und dann sollten wir durch sein, I guess. Also ich frage mich immer noch, wo Bowser ist, wenn ich ehrlich bin. Aber den werden wir auch noch irgendwie sehen. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.